Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ich habe mich ja tierisch aufgeregt über diese Balkonkraftwerke vom Discounter, weil die ja vom Wirkungsgrad nicht optimal sind und gerade beim Lidl mit diesen 4105 VDE-Norm immer ein bisschen Probleme haben. Und ja, in das letzte Video haben ein paar runtergeschrieben: Mensch, hey, du kennst dich doch mit dem ganzen Scheiß so gut aus und nervst immer rum und sagst auf TikTok immer zu den ganzen Leuten, dass irgendwie alles Pfusch ist. Wie würdest du das denn selber machen, ein Balkonkraftwerk zu bauen? Und welche Komponenten würdest du da wählen? Und dann habe ich mir jetzt den Entschluss getroffen. Ja, gut, okay. Ich zeige euch mal, wenn ich jetzt hier in diesem Video ein 300 Watt Balkonkraftwerk nehmen würde, welche Platten würde ich kaufen, welchen Wechselrichter würde ich kaufen, wie würde ich die Montage machen und die Verkabelung und was brauchen wir sonst noch? Ne, mehr brauchen wir eigentlich sonst nicht mehr zum Aufbau. Das alles hier in diesem Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber nichtsdestotrotz, so würde das Ganze funktionieren für ein 300 Watt Balkonkraftwerk. By the way, wenn ihr Bock drauf habt, kann ich das Ganze auch noch für ein 600 Watt machen, respektive für ein 800 Watt. Alles drüber macht meines Erachtens keinen Sinn. Auf jeden Fall. Okay, starten wir mal. So, und am besten starten wir hier direkt beim Balkonkraftwerk, was ich hier habe. Und ja, was ist momentan meines Erachtens der beste Wechselrichter, der mit dieser Zulassung, die 4105er Zulassung hat? Das ist meines Erachtens wirklich dieser, ich bekomme hier kein Geld, das ist keine Werbung, der Home Miles oder wie der heißt, 300. Der hat einen Spitzenwirkungsgrad von 96, noch was Prozent, also im Vergleich zu den anderen, die oft mal gerade an der 90% Marke rumschwirren, ist das hier der beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der kostet auch kein großes Geld, wenn man weiß, wo man ihn kauft. Zeige ich euch gleich. So, also, ich habe das Ganze jetzt, ich habe den sogar da. Also ich habe ja hier Testaufbau etc., wo ich mehrere Wechselrichter immer teste. Und ja, also, wie sieht der Ganze aus? Zack, zack, zack. So, jetzt muss ich ein bisschen hell stellen. So, also, so sieht der Ganze hier. Der Ganze. Haben wir jetzt, das ist jetzt hier der 300er. Wie sieht der Ganze aus? Der 96,7% Wirkungsgrad hat der hier. Ist kompakt aufgebaut. Und was das Besondere ist von dem Wechselrichter, der hat einen Durchgang hier. Das ist die 230 Volt Leitung. Also hier der klassische WLAN-Stecker für, ja, Einspeisesteckdose, man kann den auch erweitern, einfach hier den nächsten dran stecken, weil auf der anderen Seite ist normalerweise auch ein WLAN dran, aber das habe ich jetzt hier extra für dieses Video modifiziert, für die ganzen Schuko-Stecker-Lieblinge. Man kann sich natürlich hier auf den Weg machen, den WLAN-Stecker und einfach einen Schuko-Stecker dran stauben. Kostet 5 Euro, verlinke ich euch auch gerne zu einem Schuko-Stecker unten in der Beschreibung. Übrigens, alles was ihr hier seht, ich verlinke euch alles runter. Ich bekomme von den meisten Shops keine direkte Provision, bei den Amazon-Sachen bekomme ich Provision, bei den eBay-Shops bekomme ich gar nichts, sage ich euch einfach ganz klar und direkt raus, aber wem es interessiert, kann gern da irgendwie kaufen. Gut, also, so sieht das Ganze aus, hat hier einen Eingang und ein Modul, jeweils 150 Watt und das Ganze geht jetzt hier ran. So, jetzt schaue ich euch an, ich zeige euch im Internet, wie dieses Teil hier aussieht, was das kostet und wo ihr sowas findet. So, also das Ganze gibt es hier bei eBay und zwar hier für 79 Euro inklusive Mehrwertsteuer und das Ganze als kostenloser Versand. Also wirklich kein großes Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, was das Teil hier kostet. Und ist meines Erachtens hier auch diese Zertifizierung hier noch die 4105, da habt ihr kein Problem bei irgendwelchen Marktstammregister etc. sonst was und der macht einen sauberen Sinus, hat einen Top-Wirkungsgrad. Also ich, und auch der Preis, was der nicht hat, das ist dieses Auslesen über Smartphone. Keine Ahnung, wer da Bock drauf hat, dass er den ganzen Tag schauen will, wie viel das eingespeist worden ist.
macht Bauchpatrouille einen Zwischenstecker. Ist meines Erachtens wesentlich besser. Zwischenstecker verlinke ich euch unten, welchen ich hier habe, der für Einspeisung gedacht ist, weil es da gibt es auch viele Probleme. Gut, also das wäre hier der Wechselrichter. Schauen wir mal runter schnell. Was hat der hier für Spannungen? Eingangsspannung hier 16 Volt bis 60 Volt. Und der ideale Dingsbereich ist hier, wo steht der? Also hier seht ihr, die Norm hat er. Also hier ist ja 0% Mehrwertsteuer. Also die werden wahrscheinlich hier abgezogen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, der ist billig. Ja, auf jeden Fall in dem Bereich muss er sein. Bis 60 Volt. Okay, also muss ich direkt in den Dings noch schauen. Also es steht jetzt hier nicht da, wo der maximale PowerPoint-Punkt gefunden werden kann, aber in der Regel sollte das passen. So, anyway, jetzt zu den Modulen. Welche Module würde ich nehmen? Und da bin ich immer der Meinung, dass die Teile müssen billig sein. Und in dem Fall würde ich ein 300 Watt Modul nehmen. Also monokristalline Solarmodule. Ja, unterm Strich, man kann sich es aussuchen. Entweder man nimmt hier ein 300er oder 250er. Wichtig ist immer, achtet bei Solarmodulen immer auf den Versand, dass die kostenlos sind. Und hier schaue ich wirklich auf den Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt Module, die jetzt hier vom Wirkungsgrad wieder besser sind. Die haben jetzt hier Wirkungsgrad 23% Effizienz. Und wichtig ist, hier müsst ihr noch gucken mit den Spannungen. Leerlaufspannung hier 21,6 Volt. Wenn ihr jetzt, also bei dem müsst ihr mehr oder weniger die 2x150 Watt nehmen. Dann habt ihr nämlich hier die 43,2 Volt. Das bedeutet, ihr seid genau im idealen Bereich und das Teil arbeitet wirklich super. Da müsst ihr mal achten, dass das alles so passt. Auch von dem Gewicht her, 5,9 Kilo, so ein 150 Watt Modul, das könnt ihr sauber stemmen. Also das ist eine saubere Sache und kostet 98 Euro, 100 Euro, macht ungefähr 66 Cent pro Watt, was in Ordnung ist. Also wie schon gesagt, für die anderen, für 600 oder für 800 Watt, würde ich andere Module empfehlen, die billiger sind, aber das ist eine andere Preisklasse. Also wie schon gesagt, jetzt geht es hier nur um das 300er. Also so würde ich dieses 300 nehmen mit 250 Watt. Hier muss man dann entsprechend auswählen mit 300 Watt, dann bekommt man ja hier unterm Strich die zweimal Dings, wie das jetzt geschrieben hat, wenn ich 250 Watt oder 900 Watt, dann bekomme ich es. Also, das würde ich jetzt hier entsprechend nehmen, die 300 Watt, so auswählen. Und ja, das war es in dieser Situation schon wieder. Jetzt zu den ganzen kleinen Sachen, die ich noch brauche. By the way, wenn ihr zu Amazon reingeht, ist das Ganze natürlich, findet ihr diesen Wechselrichter, das ist jetzt hier der billigste, wesentlich teurer. Also eBay ist da immer meines Erachtens der beste, weil er immer am billigsten ist. Dann, was braucht ihr jetzt hier noch für Stecker? Also für die Leute, die sagen, ihr wollt Schuko-Stecker etc. sowas haben, wenn ihr sowas kauft, immer achten, dass das Ganze hier alles für den Außenbereich geeignet ist, so wie der zum Beispiel hier, der ist geeignet für den Außenbereich und dass das alles wasserdicht ist. Ihr wisst ganz genau, das darf nur eine Elektrofachkraft machen, also macht das bitte nicht selber, wenn ihr keine Elektrofachkraft seid. Okay. Das zum Schuko-Stecker, was braucht ihr sonst noch? Vielleicht braucht ihr noch ein 1,5 mm Kabel, so ein klassisches dreiadriges, habe ich jetzt gar nicht hingeschrieben, wieder dreimal, 50. Vielleicht braucht ihr irgendwie so ein Kabel noch, wenn ihr es irgendwo fest verdrahten wollt, etc. Also da müsst ihr selber schauen, dass ihr die Verkabelung macht, aber das ist hier. Meter kostet dann 1,33, das ist ein starres, es gibt auch flexible. Das ist nicht mehr der große Aufwand. Dann zur Halterung, zur Befestigung. Da habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Ich zeige es euch jetzt hier einfach mal nochmal schnell selber, wie ich es mache. Und zwar mit Aluminiumleisten. Aluminiumprofil, besser gesagt. Aluminiumprofil. Profil
20 mal 20, ich glaube, hier ist es gar nicht 15 mal 30, irgendwie sowas. Kann ich euch später nochmal sagen. Also so. Ja. So, solche Profile bei Survey. Also nicht, ich brauche einen ganzen Flach. Ich zeige es euch gleich. Solche Profile kauft euch im lokalen Baumarkt. Ihr werdet euch mit dem Versand, weil das immer sperrige Meterware etc. ist, immer beschissen und ist Versand teuer. Sowas nicht bei online kaufen. Kauft euch sowas immer im Baumarkt, das ist wesentlich billiger. So meine Erfahrung. Und ich kann euch gleich sagen, es ist trotzdem teuer. Also, das am Rande, weil der Versand kostet hier oft, so wie hier, 7,40 Euro und da ist mir meistens nichts mit dabei. Also, genau, jetzt wieder Outdoor, jetzt schauen wir wieder, wie es draußen zugeht und wie ich es mit dem mit der Halterung gemacht habe. So, jetzt zur Halterung. Wie habe ich das Ganze gemacht? Also ich bin hergekommen, habe hier einfach zwei Löcher reingemacht und hier eine Halterung mir gebogen. Da bin ich universell unterwegs. Einfach hier einhaken, hier vorne einhaken und das Ganze mit einer Kette sichern. Warum sichern? Weil ihr irgendeinen Fehler gemacht haben könnt. Es könnt ihr mit der Zeit eine Schraube lösen und dann hängt das Teil immer noch an der Kette dran und dann könnt ihr hier unten, wenn einer liegt, der stirbt dann nicht. Also, ich verlinke euch trotz alledem hier oben Video, wie das Ganze geht. Ihr hört momentan, ist echt brutal, was hier Verkehr gerade ist. Ja, und dann kommt nur noch die Verdrahtung, also einstecken und dann mit Schuko-Stecker für die Schuko-Stecker-Freunde oder die sagen, nein, ich möchte mit der Energiespeisesteckdose, mit dem WLAN-Zeug etc. arbeiten, dann müsst ihr uns heute noch das ganze WLAN-Zeug kaufen und entsprechend von der Elektrofachkraft einbauen lassen. Ja, und dann war es das Ganze, anmelden im Marktstammdatenregister. Diese 4105er Zertifizierung hochladen und dann ist die ganze Geschichte beendet. Also, so würde ich das machen. Kommen wir kurz noch zu den Kosten. Also, ihr seht, der Wechselrichter kostet jetzt hier 80 Euro. Ich kann es jetzt hier einfach mal kurz aufskizzieren, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr preislich steht. So, zack, zack, zack. So, also kommen wir zu den Kosten. Also 80 Euro für euren Wechselrichter. Dann 200 Euro für euer PV, je nachdem, ob ihr jetzt 300 Volt oder 150, ist hier 100 Euro dann Abzug. Dann, was braucht ihr noch für die Aluminiumleiste, sage ich mal, geht auch nochmal 10 Euro drauf für das Aluminiumleiste. Dann, wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt hier mit dem Schuko arbeiten, da geht hier nochmal 5 Euro drauf für den Schuko-Stecker und dann ist für die Schuko-Variante, sind wir hier schon fertig. Also dann haben wir hier, schöner Preis, 295 Euro. Und dann habt ihr ein sauberes 300 Watt Balkonkraftwerk, was auch funktioniert und was auch alles hinhaut. Wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt hier die ganze WLAN-Geschichte, dann kommen dann halt noch ein paar Positionen dazu. Und dann war es das aber auch im Großen und Ganzen. Also so funktioniert das Ganze. Und so würde ich das umsetzen. Ja, und das im Großen und Ganzen war's. Gerne dürft ihr den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Gerne auch kommentieren, wieder sagen, was ich jetzt hier falsch gemacht habe, was hätte ich anders machen können, etc. Und hier geht's weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Link findet ihr alle unten. Ich bekomme bis auf Amazon, da gibt's ja die normale Provision, bekomme ich sonst nichts. Wenn ihr überkauft, bekomme ich nichts. Die Shops wissen nichts davon. Es ist hier keine Werbung für irgendwas, sondern einfach meine freie Meinung. Das noch so am Rande. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Basteln, macht's gut, schön, auf Wiedersehen.